Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ich habe getan, was ich getan habe, bis auf die Munition für das Gewehr da hinten im Keller geholt, weil ich jetzt keinen Bock drauf. Wir gehen jetzt nochmal auf die Karte gucken. Ist das hier richtig? Ja, das dürfte richtig sein. Nach oben wollen wir nicht, dann geht es aber zur Sternwarte. Das heißt, das müssen wir natürlich auch irgendwann wieder machen, aber nicht jetzt. Ich habe allerdings ein kleines Problem. Ich wurde zwischendurch von kleinen Affen angegriffen, die musste ich töten. Billy ist jetzt in einem kritischen Zustand. Das ist ungünstig, sag ich jetzt mal, ne? Aber sonst ist alles gut. Ja, Wasserschlüssel habe ich verwendet. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen? Nee, natürlich will ich den wegwerfen. Was soll ich damit? Ich habe auch nochmal gespeichert. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe nochmal gespeichert, bevor ich angefangen habe. Man weiß ja nie, was passiert. Oh, Broadcast Room, Junge. Geil. Jetzt sind wir hier. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ich glaube, ich spiele mal eben mit Billy. Der hat nämlich ein bisschen stärkere Argumente. Ich habe leider nur 3 Molotow-Cocktails. Ja, also ich habe die Sachen natürlich wieder gut, aber... Ist hier was drin? Ach du Scheiße, nee. Oh, warte. Ich glaube, die könnten mir jetzt helfen. Ich hoffe es. Fuck, das war falsch. Nee. Wusch. Sind die dann tot? Seid ihr gleich tot? Direkt? Oh, nee. Nee, Billy ist tot. Fuck. Der ist tot. Der ist tot. Oh, Mann. Okay. Ärgerlich. Aber jetzt weiß ich zumindest, ich sollte direkt die Sachen aus... Dingsbumsen? Und Direktruf. Direktruf. Ne? Gut. Das können wir dann tun jetzt. Scheiße. Mann, sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Nein, sind es nicht. Es gibt keine Überlebenden. Alle sind tot. Scheiße. Alle. So. Warte. Oh, kurz auf Billy wechseln. Der rüstet direkt die Mollys aus. Ey. Zack. Ich brauche unbedingt... irgendwas zum Heilen. Ich muss ja mit ihr erst laufen, weil sie hat den Schlüssel. Scheiße. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie viel brauchen die von dem Zeug. Brauchen die 2? Wenn da noch einer ist, habe ich, glaube ich, ein Problem. Achso, die sind da oben. Kein Stress. Ah, grünes Kraut wäre enorm geil. Ich sag's nur so, ne? Möchte jetzt da nichts, ich will wegwerfen. Möchte da jetzt nichts in den Raum werfen, was ich eventuell vom Spiel gerne jetzt hätte, aber es wäre toll, wenn das so wäre. So, wir wechseln auf Billy, wir schmeißen dann direkt einen hin, warten kurz, schmeißen noch ein Ding hin, hoffen, das Ding ist dann tot. Wenn nicht, habe ich möglicherweise ein kleines Problem. Wir schauen mal. Werf. Werf. Er ist nicht tot. Werf. Das muss jetzt aber gereicht haben. 3 Stück braucht er nur. Ja, das geht ja. Mensch, hoffentlich ist hier noch einer von denen. Ich wünschte es mir doch sehr. Ich sollte ihn mit einer anderen Waffe vielleicht ausrüsten. Säure. Das ist bestimmt gut. Nicht. Was ist hier? Sieht aus, als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Aber von wem? Oh, was ist da? Nix. Ja, Geräte benutzt. Bla, bla, bla. Was ist das? Wir machen das mal mit ihr, weil, ne? Ein Schraubstock. Ja, hey, warum nicht? Ne? Alter, ich werde doch also sowas von gleich sterben. Ich habe 3 Stück für dieses Vieh gebraucht. 3. Und ich habe keins mehr. Was äußerst ärgerlich ist. Konnte man noch mehr Benzinkanister bis hier... Oh, nee, Alter. Oh, das wollte ich nicht. Ich öffne immer diese Scheißkarte. Nice. Es läuft noch weiter. Es hat auch keine Beine mehr. Weg. Weg. Was macht das jetzt? Regeneriert sich das oder stirbt das jetzt?
Geh da mal wieder rein. Oh, Mann, ey. Ich hätte vielleicht erst hier durch den Gang gehen sollen und dann mal gucken. Ich hab's ausgetrickst. Okay. So, jetzt haben wir den Raum, dann haben wir da. Wir gehen erstmal hier rein. Weil da hinten geht's zu vielen anderen Möglichkeiten, die man benutzen könnte. Aber wir gehen erstmal hier rein, wir gucken erstmal, was hier ist. Ah, Mann. Leuchtet hier irgendwas? Könnte hier irgendwo eventuell was zum Heilen sein, Alter? Das kann doch nicht sein. Oh, ein cooles Klavier, toll. Der Schrank ist voller kleiner Flaschen. Es scheint nichts Besonderes dabei zu sein. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Okay, hinter die Bar kommen wir anscheinend... vielleicht ja nicht, okay. Wir spielen jetzt Klavier. Oh. Ich Klavier spiele mit dir? Sieht aber noch spielbar aus. Klavier, noch klar. Es hört sich so an, wenn ich spielen würde. Okay, Rebecca, scheiße im Klavier spielen. Alles klar. Das, okay, das war gut. Der Endsound war ganz schön nice. Was? Er Piano als Pforte. Probieren wir es mit Billy. Kann er Klavier spielen? Offenbar schon. Very nice, very nice, very nice. Ich hoffe, ich finde da irgendwas zum Heilen. Und es flippsch aus. Da ist schon mal Magnum-Munition. Die kann sie mal mitnehmen. Ja, weg da. Ich habe auch gesehen, in der Magnum-Munition war genau ein Schuss drin. Das ist schon außerordentlich krass. Okay, hier sind nochmal Flaschen. Hier ist die Batterie. Ja, lol. Oh. Ja, scheiße. Jetzt sind wir in der Falle. Eine Batteriehalterung. Was kann da wohl rein? Oh ne, warte mal. Ich habe so das dumpfe Gefühl. Wir müssen die hier wieder reinsetzen. Willst du mich verarschen? Die. Hä? Warum brauche ich das jetzt nicht? Ich will die da wieder reinmachen, die Batterie. Mach die jetzt da rein. Geht doch. Dann wird die Tür nämlich auch wieder aufgehen. Okay. Gut, wir wissen schon mal, wo die Batterie ist. Das ist schon mal cool. Wir gehen einfach mal weiter in den nächsten Raum. Wir gucken. Wir haben auch gar nicht mehr allzu viel Platz. Könnte... Na, wobei, warte mal. Oh, nee, Alter. Oh, nee, Alter. Jetzt schießt er mit dem Ding auf die Dinger. Ich flipp aus. Kombinieren. Wir können auch aufhören zu schießen und einfach durchrennen. Warte, hier ist ja die Tür. Wir gehen einfach mal durch und gucken, was passiert. Das Problem ist nämlich, diese Batterie werde ich brauchen für die andere Batterie. Das, was wo, also, ne, gefehlt hat und so. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier gibt es zwei Wege. Es gibt einmal einen Weg da lang, einmal einen Weg da lang. Jo, gehen wir mal den Weg da lang, gucken, was passiert. Guten Tag. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Upsala. Abgerutscht. Okay, erste Hilfe, ich muss Billy das nehmen lassen, weil dem geht's gesundheitlich nicht ganz so gut. Ich hätte es direkt verwenden können, ich Idiot. Naja. Zack. Oh. Aber gut, dass er... Also gut. Ah, dass er den Schuss benutzt hat. Ich finde das super. Richtig klasse von ihm. Haben wir hier? Nix. Haben wir hier? Nix. Hier sind verschiedene Laborgeräte. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Das ist natürlich doof. Hier ist nichts. Gut. Da ist Munition. Die nimmt... Da ist... Heilung. Heilung. Und leere Flaschen, nimm die Heilung mit.
Verwenden wir direkt. Ja, einfach direkt. Verwenden. Jetzt sind wir noch Warnung gelb. Okay. Auf dem Boden liegen lauter Knochenstücke. Sind das etwa männliche Knochen? Nein. Nein. Oh, da war noch rotes Kraut. Ja, gut. Ah, ich hätte schon genommen. Echt? Mehr ist hier nicht. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Das sind Ingwerknochen. Ja. Leck mich am Arsch. Ach Mann, ey. Kann ich nicht wenigstens ein Benzinkanister da drin sein? Dann hätte ich natürlich direkt... Ach scheiße, der bleibt da draußen, ey. Das Doofe ist, ich kann noch gar nichts machen mit ihm jetzt hier. Also ich krieg das Ding noch gar nicht tot. Oh. Oh. Schlabber, 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 schlabber. Ey, du hast gar keinen Kopf mehr. Hör auf damit. Bitte. Oh. Oh, ich muss nachladen. Warte kurz. Ist er tot? Weg. Yo, Billy bleibt stehen. Ist easy. Wie geht's uns denn jetzt nach diesem Kampf? Kritisch? Nun ja. Ich hätte einfach an dem vorbeilaufen sollen. Das Problem ist, Billy schießt ja einfach und bleibt dann im Raum drin, was auch blöd ist. Oh nee, Alter. Warte kurz, ich muss zurück. Billy muss ja mitkommen. Scheiß doch die Wand an. Billy Boy! Hä? Och nee. Resident Evil Zero. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, weil ich in der Haupthalle bin. Richtig? Richtig. Gut. Fick dich. Spiel. Kein Bock. Ja gut, dann würde ich sagen, ich spiele mal bis dahin wieder. Ja. Ne? Ja. Und dann sehen wir uns ungefähr da wieder, bevor wir den Gang rauskommen. Bis gleich. So, aller guten Dinge sind ja wohl drei. Jetzt sind wir zum dritten Mal hier. Der kommt raus. Ich habe mich jetzt um gar kein Problem hier gekümmert. Die sind alle noch still alive. Ich hoffe, das Arschloch kommt jetzt mit. Also Billy meine ich natürlich nicht, der andere Typ da. Wir gehen da hinten jetzt durch die Tür. Wir laufen an dem einfach vorbei. Okay, oder auch nicht. Tschüss. Ist die jetzt vergiftet? Nee, ist kritisch. Das heißt, zack, ist wieder gesund. Schnell durch die Tür, zack, tschüss. Ist mir egal, ich habe mich noch um nichts gekümmert, ne? Der in dem anderen Gang, der ist auch noch da. Könnte also spaßig werden. Ups. Warte mal, ich sollte Billy eventuell eine Waffe geben. Das könnte ganz cool sein. Ausrüsten. Hier war ich doch auch schon drin. Warum bin ich denn gestorben eigentlich? Niemand weiß es. Nee, hier war ich nicht drin. War ich hier drin? Ich habe keine Ahnung. Okay, ist ein sehr leerer Raum. Da möchte ich jetzt nicht rein, weil der ist ja noch am Leben. Scheiße, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Rebecca hat ja noch Munition. Die hat ja noch Platz, ne? Ich glaube, auf wie viel kann man die maximal... Warte mal, jetzt muss ich kurz was gucken. Austauschen. Zack. Jetzt muss ich hier ganz wild... Okay, 7 ist das Maximum. Shit.
Ja gut, dann machen wir das so. Ist auch okay. Achso, braucht er vielleicht auch eine Waffe. Wäre nicht verkehrt, ne? Gut, rüsten wir die aus und wir gehen jetzt erstmal einfach weiter. Oder auch nicht. Ich kann mich um das Problem kümmern, will ich aber nicht. So, das habt ihr jetzt davon. Ich rüste das schon mal aus, ich bleib jetzt bei Billy, ich lauf da jetzt durch, ist mir scheißegal, was passiert, ich lauf da durch. Kann man schon mal Arsch lecken, der Boy. Da ist die Tür, geh durch. Ich, auch um den kümmere ich mich jetzt nicht, ist mir egal, Alter. Wenn er mich anknabbert, ich laufe einfach danach weiter. Tschüss. So, wir gehen jetzt hier rein. Ich schmeiß dem 3 Stück in die Fresse und dann rennen wir einfach wieder zurück. Dem muss ich es aber, glaube ich, in die Fresse schmeißen, sonst habe ich ein Problem. Ja, die steht da jetzt, aber ist egal. So, 1, 2, 3, tot. Wehe, du stirbst jetzt, wenn du stirbst, ne? Wenn du stirbst. Da flippsch aus, du. Wir holen schnell den Schraubstock. Jetzt nimm diesen verkackten, Alter. Hat er noch Platz? Ja, okay. Puh, Glück gehabt. Okay. Wir wechseln mal kurz auf das hier. Ausrüsten. Wir gehen jetzt zurück. Jetzt muss ich mich um den kümmern, sonst hat sie ein Problem. Ich komme doch schon, mein Zuckerpüppchen. Warte auf mich. Das ist halt auch blöd. Ja gut, die wurde angegriffen, ne? Deswegen ist sie auch da geblieben. Fick dich. Ach Mann, jetzt ist die gestorben. Bis gleich. Gut, es ist ja bekannt, alle guten Dinge sind ja Nummer 4, ne? Aus dem Grund probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Ich hoffe, die gehen jetzt alle einfach an ihm vorbei. Beide in den Raum. Ich habe den Schraubstock schon geholt. Ich habe mich um die auch schon gekümmert. Um den will ich mich eigentlich nicht kümmern. Deswegen renne ich an ihm jetzt einfach schnell vorbei. Gut, funktioniert jetzt nicht ganz so cool, wie ich gehofft hatte. Naja, wenn ich jetzt Glück habe, stirbt sie nicht. Ich gehe trotzdem erstmal in diesen Raum und werde mich dann heilen. Dann schnell da raus, durch die Tür. Da ist, hoffe ich, kein Problem mehr. Wir werden sehen. Gut, hier ist natürlich noch ein Problem. Ich muss gleich seine Waffe wechseln, weil das muss nicht sein. Boah, Alter. Ist er schon tot jetzt? Kann er die mitnehmen, kann er sie nicht mitnehmen. Das ist, Mann, Alter, nimm doch die Muni mit, Junge. Okay, kann er nicht. Dann machen wir es anders. Achso, ja. Habe ich ja nicht bei. Ach, hier ist der. Ah ja. Natürlich, hier fehlt der Griff, weißt du? Klar. So. Falsche Taste. So wird ein Schuh draus. So, du nimmst die jetzt mit, weil Billy braucht die Munition. Ja, geil, ey. 2 Stück, ey. Ist richtig nice, ey. Richtig geil, du. Richtig schnell. Okay, Billy nimmt die Muni. Jetzt kann er doch richtig ham gehen mit dem Shit, ne? Alter, einfach an den vorbeirennen. Okay, mal, jetzt habe ich die zweite. Bedeutet, kartentechnisch, bin ich überall durch, ne? Ich muss jetzt nur irgendwie hier wieder zurückkommen. Das könnte auch ein Highlight werden. Obwohl das eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, weil die Tür ist direkt daneben. Das heißt, wir müssen nur schnell schräg rüber rennen und dann sind wir schon draußen. Sonst, Alter, hasse ich das Spiel. Sonst hasse ich das Spiel. Alter, ist denn... Moment. Ich kann jetzt nicht gehen, verdammt. Warte. Ich muss meiner Katze was wecken. Der hat einen Popschutz. Oh, dadurch. Wo hat der den her? Vom Tisch geklaut, die Sau. Was soll denn das? Ist nichts zum Spiel. Nee. Frech, oh Gott, nee. Schnell weg.
Da haben wir ja noch das mit dem Batterie. Ja. Gut. Na gut, ne? Macht ja nichts. Kann jetzt hier noch mehr liegen oder nicht? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich kann blau und rot auch nicht kombinieren. Oder doch? Ich glaube, ich kann es nicht kombinieren, meiner Meinung nach. Aber wir haben jetzt auch wieder ein paar Sachen, die können wir einfach mal, glaube ich, ich probiere es einfach, wir werden ja sehen. Ne? Was soll passieren? Außer, dass irgendwas Wichtiges verschwindet. Warte. Es geht. Die Katze geht. Sehr gut. Wir legen das mal ab und wir legen das mal ab. So, machen wir ein bisschen Platz mit ihm. Die zweite Steintafel legen wir mal zur anderen Steintafel, damit die beiden sich wohlfühlen, weil die sind jetzt zusammen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich habe die... Hä? Kannst du mal die Magnum-Munition bitte mitnehmen? Ist da jetzt ein Schuss drin? Wo ist der Rest? Ich habe doch irgendwo 8 Schuss. Hä? Na gut. Irgendwo habe ich 8 Schuss Magnum-Munition vergessen. Doof. Aber wo? Keine Ahnung. Gut, dann ist das jetzt, wie es ist, ne? Dann ist da keine Magnum-Munition. Ist auch nicht so schlimm. Nun ist die viel wichtigere Frage. Wo geht es wie weiter? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie lange diese Folge schon geht, weil das mehrere kleine Teilchen sind. Ich werde jetzt einfach speichern, die Folge beenden und dann ist cool. Ja, das mache ich, ne? Und dann, wenn wir in der nächsten Folge mal gucken, wo es weitergeht. Die Frage ist, muss man jetzt schon zur Sternwarte gehen? Muss man da die zwei Steintafeln, eigentlich wäre es gut, die da einzusetzen, weil dann sind sie schon mal safe weg. Aber ich bin mir nicht sicher, wo könnte es hier sonst weitergehen? Weil eigentlich war ich jetzt überall. Draußen war ich noch nicht. Und da unten war ich noch nicht drin, ne? Nicht? Na gut, dann kann ich ja nochmal reingehen in den Raum, der da unten grau ist. Warum war ich da nicht drin? Da unten war die Batterie natürlich. Die Batterie haben wir ja noch. Die müssen wir noch holen. Das heißt, wir müssen da nochmal zurück. Kriegen wir auch hin. Ich vermute nämlich, einer muss draußen bleiben. Einer geht rein und die Batterie, dann wird wieder Klavier gespielt und dann geht die Tür wieder auf, gehen wir raus, zack, bumm, fertig, aus. Wir gucken in der nächsten Folge den Raum an, wir holen die Batterien, dann wird alles cool. Ich bedanke mich, bis dann, haut rein.